Und jetzt kommen wir zu unserer charmanten Alice Weidel. Sie sieht charmant aus, aber alle fürchten sich, in den Talkshows ihr gegenüber zu sitzen, weil sie alle, ich sag jetzt mal auf Deutsch, nackig macht. Hallo Bautzen, liebe Freunde, liebe Bautzener, Bautzen wird das erste Mal in den Geschichtsbüchern erwähnt im Jahr 1002. Ihr könnt auf eine lange Geschichte zurückblicken, auf eine Geschichte der Kultur, der Tradition und der Heimat, liebe Bautzener. Und diese Tradition, diese Geschichte, eure Kultur, lassen wir uns nicht nehmen. Wir lassen es nicht zu, dass euch die Heimat genommen wird. Von der CDU, von den Grünen, von der SPD und wie sie alle heißen. Ich habe in meinem Büro im Kühlschrank den Bautzener Senf stehen, liebe Freunde. Es lebe der Mittelstand! Es lebe der Mittelstand! Bei den Stadtratswahlen wurde die AfD hier stärkste Kraft. Hier in Bautzen schlägt das Herz der AfD. Danke euch dafür, liebe Bautzener! Im September schreiben wir in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg Geschichte. Wir schreiben die Zukunft für unser geliebtes Vaterland, für unser geliebtes Deutschland. Wir schreiben Geschichte in Sachsen, liebe Freunde. Ich bewundere euch. Ich bewundere Sachsen. Ich bewundere dich auch. Ich bewundere euch alle. Und wisst ihr warum? Für eure demokratische Tradition, für die Tradition der Freiheit, für eure Vergangenheit, für die Zukunft, für 1989. Wir brauchen ein zweites 1989, liebe Freunde. Warum sage ich das? Es gab ja so einige Politiker der Nationalen Volksfront, die die Unverschämtheit besessen haben, Ostdeutschland, das großartige Ostdeutschland, als Dunkeldeutschland zu bezeichnen. Es sind genau diese kläglichen, arroganten Figuren, die hier nun auf Stimmenfang gehen. Als ich mir die Wahlkarte nach dem Ausgang der Europawahl angeschaut habe, war der Osten blau und der Westen schwarz. Jetzt stelle ich die Frage, wo ist Dunkeldeutschland, liebe Freunde? Hä? Wir haben es gesehen. Die nationale Volksfront macht Politik gegen die eigene Bevölkerung, gegen unser eigenes geliebtes Vaterland. Sie sind die Parteien der Deindustrialisierung, der Teuerung, der Arbeitsplatzvernichtung, der Wohlstandszerstörung, der Massenmigration und so weiter. Es gibt keine steuernde Kraft, die diese Fehlentwicklung aufhält. Außer wir,
die Alternative für Deutschland. Und ich kann euch garantieren, wenn wir in der Regierung sitzen, zuerst in Sachsen, dann in Thüringen und dann in Brandenburg, weil wir stärkste Kraft sind, und später in der Bundesregierung, ist Schluss mit dieser fehlgeleiteten Politik. Wir wollen Verantwortung übernehmen für euch, für Deutschland, für die Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Nase voll von diesen hohlen Phrasen, von diesem dummen Geschwätz, spätestens nach Solingen. Wie lang soll das eigentlich noch weitergehen? Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis hier endlich was gemacht wird? Wir haben eine Erosion der inneren Sicherheit. Wir haben Messerdelikte jeden Tag. Und immer wieder das gleiche Gelaber. Wir müssen doch, wir fordern doch. Heute haben sich Merz und Scholz getroffen. Wir wissen genau, dass da gar nichts passiert. Sondern, dass das nur gemacht wurde, weil Wahlkampf hier ist. Weil hier Landtagswahlen sind. Passieren wird überhaupt nichts. Denn diese Arroganz der Politik, der Herrschenden, hat in einem Satz Ausdruck gefunden, und zwar von Saskia Esken. Die sagte, was hat sie gesagt? Ja, aus Solingen, da kann man gar nichts lernen. Wie arrogant, wie emotionslos ist diese politische Kaste, die dort in Berlin sitzt, die in den Landesregierungen sitzt. Wählen wir sie ab und machen die AfD erfolgreich, dass wieder vernünftige Politik in diesem Land betrieben wird. Wir wollen das Staatsversagen, den Kontrollverlust beenden. Er muss beendet werden und das geht nur durch eine nachhaltige Migrations- und Asylwende. Und das geht ganz einfach, wenn man es denn will. Und ich kann euch versprechen, wenn wir in der Regierung sitzen, dann wird das genauso gemacht. Die Grenzen werden geschlossen und kontrolliert. Illegale werden ausgewiesen. Sie müssen unser Land verlassen. Straftäter, Mörder, Extremisten müssen des Landes verwiesen werden. Und wir werden es tun. Und ich kann das emotional fast gar nicht mehr aushalten, was hier passiert innerhalb unserer Landesgrenzen. Und darum fordere ich hier und heute einen sofortigen Einwanderungs- und Einbürgerungsstopp für mindestens 5 Jahre. Wir müssen uns das ganz genau mal angucken, was hier gemacht wird. Es ist wirklich schlimm. Und die CDU ist leider die reinste Mogelpackung. Ich fahre hier durch die Lande und sehe die CDU-Plakate auf einem grün-weißen Grund. Ich weiß, das sind die Farben Sachsens. Aber nichts könnte der Wahrheit mehr entsprechen. Denn auf Bundesebene möchte der Herr Merz und möchte auch der Herr Söder mit den Grünen koalieren. Und auch der liebe Herr Kretschmer weiß das. Und lasst euch bloß kein A zu einem Z machen.
Lasst euch nicht von diesen Leuten anlügen und über den Tisch ziehen. So wie wir das wo gesehen haben? Bei den RKI-Protokollen haben wir gesehen, wie wir alle verarscht wurden von diesen Leuten. Und sie haben es alle gewusst. Ein Kretschmer hat es gewusst. Ein Haseloff hat es gewusst. Sie haben es alle gewusst. Und der Ramelow, der hat es auch gewusst, dass wir belogen und betrogen wurden. Diese ganzen Maßnahmen, diese Drangsal für nichts. Die Aushebelung unserer Verfassung für nichts. Es hat nichts gebracht. Die Politik hat Druck ausgeübt auf die Wissenschaft. Wir kennen das ja noch damals aus der DDR. Die Wissenschaft, die Intellektuellen, die Kultur, die Medienschaffenden. Hohle Phrasen, was hier gemacht wurde, war die Aushebelung unserer Bürger und unserer Grundrechte. Und darum ist die AfD angetreten, um diese Grundrechte zu erhalten. Sie sind Abwehrrechte gegenüber einem übergriffigen Staat. Sie garantieren unsere Freiheit. Wie ist man umgegangen mit unseren Kindern? Wie ist man umgegangen mit Senioren, die teilweise alleine sterben mussten? Die Kinder, denen diese erbärmlichen Kaffeefilter aufgesetzt wurden, die nicht mehr miteinander spielen durften. Sagt das nicht eigentlich alles über diese Leute, die so mit den Menschen umgehen, die so herzlos sind, die so arrogant sind und so verlogen? Geht man so mit Menschen um, dass man Senioren alleine hat sterben lassen, obwohl man genau die Wahrheit wusste? Es ist eine Schande, liebe Freunde. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Herr Söder von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat. Wie ist man mit den Ungeimpften umgegangen? Wie? Wir wurden ausgeschlossen. Wir durften nirgendwo mehr rein. Das hat man absichtlich gemacht. Und man hat uns angelogen. Und das Ganze war nachträglich für nichts. Jeder kann irgendwo Fehler machen. Das Schlimme an der Sache ist, Sie haben es alle gewusst und auch Herr Kretschmer hier in Sachsen. Sie haben es alle gewusst und Sie haben gelogen. Und wozu ich auffordere, ist Folgendes. Diese Leute in Verantwortung, sie sollten auf Knien um Vergebung bitten, was sie euch angetan haben. Was sie den Menschen angetan haben, auf Knien um Vergebung an die Verstorbenen, die alleine in den Seniorenheimen sterben mussten, um Vergebung bitten, um diejenigen, die das aushalten mussten. Das alles ist nicht passiert. Und auch das spricht Bände. Die AfD fordert seit Jahren nun ein Corona-Untersuchungsausschuss. Der wird verhindert, kann ich mir auch vorstellen, von Karl dem Großen, Karlchen Lauterbach. Der will das natürlich verhindern. Aber auch die CDU möchte das verhindern, weil eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, nicht wahr? Und wenn ihr Untersuchungsausschüsse wollt, dann macht die AfD stark, denn wir ziehen diese Leute zur Rechenschaft. Wir als AfD haben den Anspruch, dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, es zu ordnen. Und darum fordern wir endlich die Wiederherstellung des Rechtsstaates, dass jeder vor dem Gesetz gleich behandelt wird. Damit fängt es erstmal an. Wir fordern
Wir fordern direkte Demokratie. Wir wollen, dass ihr direkt abstimmen könnt und nicht irgendwo im Parteisystem die ganzen Initiativen versenkt werden. Wir wollen, dass ihr abstimmen könnt. Und wisst ihr eigentlich was? Die erste Volksinitiative wäre, die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Denn das, was dort präsentiert wird, das muss man nicht bezahlen. Ganz im Gegenteil, man muss die ganzen Leute, die ganzen Ideologen rausschmeißen und mal endlich einen vernünftigen Job zuführen. Denn dann wüssten sie Folgendes, und das ist die nächste Forderung, dass man mit der Arbeit, die man verrichtet, der eigenen Hände Arbeit, leben können muss, dass man überleben muss. Wir müssen von unserem Lohn leben können und nicht irgendwelche Bürgergeldempfänger, die noch nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben. Ihr müsst von der Arbeit leben können. Es ist doch ganz einfach. Habt ihr eigentlich schon mal gehört, dass die nachfolgende Generation bei den anderen Parteien, bei der Nationalen Volksfront je thematisiert wurde? Wie sieht es eigentlich an den Schulen aus? Wie sieht es an den Universitäten aus? Wie sieht es bei der beruflichen Ausbildung aus? Ich weiß ja, dass die Leute keinen Anspruch haben wie Ricarda Lang und Claudia Roth. Die wollen das gerne, dass die Leute genauso doof sind, damit sie auch wiedergewählt werden. Ja, und darum fordere ich ja auch einen TÜV für Politiker. Die müssen mal einen Beruf gelernt haben und eine Ausbildung gemacht haben, ganz einfach. Da meint ihr mal, wie viele da wegfallen würden. Und für unsere Kinder brauchen wir eine ordentliche Ausbildung. Wir brauchen endlich wieder Perspektiven für die jungen Menschen. Und das ist auch der Grund, warum die AfD völlig zu Recht bei den U18-Wählern durch die Decke geht. Weil die Jugendlichen genau sehen, wie es an den Schulen zugeht und sie wollen diese Zustände nicht mehr haben. Und ich kann euch garantieren, wenn die AfD in der Regierung ist, habt ihr wieder eine vernünftige Ausbildung. Ihr lernt wieder ordentlich rechnen, schreiben, lesen. Ihr habt vernünftige Universitäten, vernünftige berufliche Ausbildung. Und ihr werdet später genug Geld verdienen, um euch und eure eigene Familie zu ernähren. So sieht's nämlich aus. Und wir fordern eine Wende der Energiewende. Nicht eine 360-Grad-Wende. Sondern, so geht feministische Außenpolitik. Aber das ist ja jetzt gerade nicht das Thema. Darauf komme ich gleich noch zum Schluss zu sprechen. Aber wir brauchen eine geordnete Energiepolitik von bezahlbarer und sicherer Energieversorgung. Und dazu gehört die Rückkehr zur Kernkraft. Dazu gehört die Rückkehr zur Kohlekraft. Hier absolut relevant. Bezahlbare Energieversorgung und vor allen Dingen die Aufklärung der Nord Stream 2-Sprengung. Und vor allen Dingen, was wir am meisten brauchen, ist Frieden vor unserer Haustür. Wir wollen keine Stationierung von Waffen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht zur Zielscheibe gemacht werden, als Vasallenstaat. Wir müssen selbstbewusst auftreten, um es zu formulieren, wir wollen keinen Krieg vor unserer Haustür. Wir wollen eine diplomatische Lösung haben für den dauerhaften Frieden. Das ist es doch. Und diejenigen, die Kriegstreiber, das muss man sich mal vorstellen, ein CDU-Kiesewetter, der fordert plötzlich, ja, man kann doch mal Raketen auf Moskau abschießen. Ja, das muss man doch mal machen können. Dazu muss man bereit sein.
Oder hier die Frau mit den Vierfachnamen von der FDP, die da fordert, ja, hier Taurus, schön die Raketen, immer schön auf Russland drauf. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diejenigen, die das wollen, die sollen doch einfach selbst die Verantwortung übernehmen. Sie sollen nicht unsere Söhne und unsere Väter dahin schicken, sondern sie sollen gefälligst Geld selbst dahin gehen. Sie sollen selbst dahin gehen. Frau Strack-Zimmermann kann sich auch gerne auf eine Rakete draufsetzen, sich dahin schießen lassen. Ja, so geht feministische Außenpolitik, nicht wahr? Dann kann man noch Frau Roth, könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Frau Baerbock. Nee, Frau Baerbock fliegt mit dem Regierungsflieger hin und her zwischen Fußballspiel und Fußballspiel und Fußballspiel und dann nochmal zwischen Kiew während des Nachtflugsverbots. Das sagt recht viel aus. Erstens, wie arrogant diese Leute eigentlich sind. Zweitens, wie locker das Steuergeld sitzt, was diese Leute nie verdient haben. Ich weiß nicht, in welchen Berufen die vorher gearbeitet haben. Keine Ahnung. Irgendwo Praktikantin? Ich weiß es nicht. Nicht, also, ne? Oder eben Abgeordnetenbüro, da haben sie ja alle irgendwann einmal gearbeitet. Weiß ich nicht. Und es sagt vor allen Dingen auch aus, dass man anscheinend irgendwie alles machen kann. Ich sage Ihnen, wenn diese Leute jemals richtig gearbeitet hätten und sie jetzt abgewählt werden bei den Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl und sie sich endlich einen ordentlichen Job suchen müssen und richtig arbeiten, dann fangen die mal ganz unten an. Dann wissen die schon, was es heißt, wie wichtig eine vernünftige Politik ist für die Arbeitnehmer in diesem Land. Das wäre doch mal was. Und darum sind wir angetreten, um diese Wahlen zu gewinnen. In Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg und nächstes Jahr die Bundestagswahlen. Dreht die Bundesrepublik auf Blau!